Moin Leute, was geht und willkommen zurück zu Let's Play Last of Us. Ja Leute, wer die letzte Folge nicht gesehen hat, schaut sie euch an. Ja, letzte Folge ist der Tess gestorben. Und daher sind wir jetzt nur noch zu zweit unterwegs. Ja, das sind Zwerge. Mann, ich hatte ein Bilderbuch mit Zwergen. Ich fand sie immer so richtig niedlich. Geil. Aber Feen. Feen, lol. Schon ein bisschen creepy, also, Alter. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zu Bill. Oder mal gucken, dass wir irgendwie dorthin kommen. Gut, hier ist im Moment nichts. Es sieht so wie der Walking Dead aus, hier alles so verlassen und... Eieiei. Gehen wir mal hoch. Ja, los. Hier liegt der Zeug und wo denn? Ja moin, und hier kommen wir nicht rein. Aber wie ich gesehen habe hier, ne? Ja. Alter, da liegt so viel Kram rum. Wow, sieh mal da. Was? Schon mal gespielt? Nee. Aber ein Freund von mir war voll verrückt nach diesem Spiel. Da gibt es wohl diese Frau namens Angel Knives. Diese Spielkästen sind geil. Sie schlägt dir ein Loch in den Bauch und tritt dir den Kopf ab. Ich war nie ein großer Fan von sowas. Ich würde es gerne spielen. Gut. Komm on, ey, geh mir doch einfach auf den Weg. So. Wenn ihr Fragen habt oder Thema, wo wir mal ansprechen sollen, dann könnt ihr mich gerne in die Kommentare schreiben. Da ist echt nichts mehr. Ich fühle es nicht gleich dahinter weiter, aber im Moment. Ja gut, gehen wir mal in diesen Laden rein da. Jo, ein Comicbuchladen. Wow, sieh dir das an. Wow. Alter, was ist... Was denn? Verdammt, die Inquisitoren tauchen zu oft. Zu oft viel zu nah beim Unterschlupf an der Kirche. Auch anscheinend muss ich die primären Schwachstellen mal wieder ausräumen. Okay. Sorry, Ellie. Was war das? Jo, 10 Stück. Das ist einfach mal wieder Zeit für eine Weltbank, ne? Wäre mal wieder nice. Boah. Oh Mann! Oh, krass! Was war denn das? Das ist eine von Bills Fallen. Dein Freund ist paranoid, oder? Na, das kannst du laut sagen. Und wie ist er sonst so? Tja, er hat uns oft beim Schmuggeln geholfen. Wer weiß, wo es was gibt. Dann hoffe ich, dass wir auf der Suche nach ihm nicht draufgehen. Halt die Augen offen, dann passiert nichts.
Ich hab mich fast zu Tode erschrocken, das gerade. Scheiße, Alter. Das habe ich nicht mehr gewusst, dass Bill so pomeriert ist. Boah, fuck. Scheiße. Bogen? Geil! Gib ihn doch mir, ich kann ziemlich gut damit umgehen. Für Waffen bin weiterhin ich zuständig. Tja, wir hätten beide Waffen als Absicherung. Vergiss ja, wäre vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Okay, warte mal den Bogen. Rein. Komm hoch. Okay. Ja gut, wir sollten irgendwie da nach drüben kommen. Da müssen wir das gerade alles so machen. Hier, das hier können wir nehmen. Hoch mit dir, Joel. Ja, Leute, ich freue mich wirklich auf der Last of Us 2, dass ich mit euch dann endlich Let's Playen kann. Sobald wir hier durch sind, das Gefühl, das geht schon ein paar Folgen, aber ich mein Ziel ist, in 2 Wochen durchzukriegen. Und ich habe das Gefühl, wir sind echt gut dran. Wirklich. Oh, Scheiße. Okay, jetzt probiere ich was. Kann sein, dass ich sterbe, aber. Aber, was? Hör mal zu. Bill ist nicht gerade eine sehr ausgeglichene Person. Wenn wir bei ihm sind, überlass mir das Leben. Hast du gehört? Verbessert, dann ja. Ist alles klar. Du musst dich daran halten. Er ist nicht gerade nett zu Fremden. Okay. Bill ist okay. Er braucht nur etwas Zeit, mit dir warm zu werden, okay? Ich sehe es schon fallen. Siehst du den Draht? Berühr nicht, okay? Lass den Kopf unten, dann klappt das schon. Okay. Eieiei. Dieser Bild ist nicht ganz. So ein Scheiß. Hörst du das? Ja. Alla, nee. Nee, nee, nee. Ach, komm on. Scheiße, willst du da reingehen? Mal sehen, was wir finden. Du findest meine Leiche, wenn mich der Schlag getroffen hat. Keine Sorge. Das wird schon. Da hat die auch geklopft, Ali. Ey, komm, wir schrecken uns eh gleich zu Tode hier. Das Gefühl. Da hieß irgendeiner im Haus. Hab ich kurz Eli. Oh Mist! Mann! Ich hab mich zu Tode erschreckt! Ich glaube, wenn Joel dies gesagt hätte, ich glaube, dann hätte ich mich auch erschrocken wie. Ah, nice. Fertigungszeit. Reduziert Fertigungszeit. Naja, nice. Komm. Besser mir. Perfekt. Und dann können wir gleich weiter, ne? Hier alles. Gehen wir wieder raus. Ja. Lass uns von hier verschwinden. Guter Plan. Aber sieht so geil aus, wenn die Sonne da drauf knallt. Alter. Wir brauchen da die normale Knarre. Okay, zurück. Okay. Oh, krass. Die Dinger sind ja der Hammer. So kann man es auch machen. Ja, du hast auch schon bessere Zeiten erlebt, ne? Siehst du? Zurück. Ja, komm. Ah.
Ach nee. Ich weiß, was gleich kommt. Ich sag's euch eins, das ist die behinderte Stelle. Bleib in meiner Nähe. Bill ist so psychokrank, ich sag's euch, Alter. Voll. Ist aber nicht geil. So. Na jetzt. Die kommen schon, wir. Genau die Stelle. Verdammt, Bill. Was ist passiert? Das ist noch eine von Bills Scheißfallen. Alter. Da, der Kühlschrank. Das ist das Gegengewicht. Okay. Schneid das Seil durch, so komme ich runter. Bin dabei. Und? Joel! Scheiße, sie kommen. Kümmer dich ums Seil. Erleg, was bist du? Ach, komm mal, Leute. Ja, warum lädt er immer so lange nach? Ich schwöre, ich... Du schaffst es. Okay. Hier, fang! Danke. Was hat die mit der Munition? Lol. Verdammt nochmal! Oh, komm schon! Ich krieg's nicht durch! Ellie, sie sind bei dich! Hey, Bill, stopp. Dann war ich dein Schwede. Yo, 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 Junge, 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 Junge. Ich sag's, ich krieg dich gleich auf die Fresse, Mann. What? Nein. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Ich hab den fucking falschen Knopf. Ja.
Taste klicke. Bruder. Danke für die Rettung und so. Ach, Ellie. Hey, was soll das? Joel! Bill. Was soll denn das? Bill! Dreh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erst mal. Dreh dich um und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Hallo, was wird das? Wurdest du gebissen? Nein. Irgendein Ausschlag. Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur zum... Verdammt nochmal! Was das? Ob das war? Ihr kommt in mein Haus. Löst alle Fallen aus. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Oh. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, machen wir es kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel, kein Thema, nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Nein, Biest. Pass du auf, du hast mir Handschellen. Du jetzt mal den Mund. Okay. Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann es nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist doch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Echt verlockend. Schluss jetzt. Ellie ist geil. Okay. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Okay, danke. Ellie, sieh dich mal um. Vielleicht tun wir was gebrauchen. Na, klar doch. Alter, nice. So, und da ein bisschen... Ich kann mir alles zusammen... Molotov, weil Iron Kit hätte ich ja noch, ja, cool. Dann verbessern wir den wieder. Zwei Worte kurz. Okay, hier noch, da kann mir nicht da. Trainingsfähigkeit, fettes Schlagkräfte, ihr. Voll. Hast du jetzt alles fertig? Nein. Jetzt. Okay, Ellie, los, komm. Lass die Tür nicht offen. Ich mach schon. Wir müssen zu dem Gebäude rüber. Die Treppe hoch. Beeilung. Bleib dicht bei mir. Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill. Du hättest es einfach sein lassen sollen.
Dreh mich hier oben mal kurz um. Für mich ist da oben nichts. Na, mach, nimm dir, was du brauchst. Danke. Also in was für einer Scheiße steckst du? Und wo ist Ted? Das ist dein Job. Eine einfache Lieferung. Und was sollst du abliefern? Die kleine Göre. Du mich auch. Naja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Typ und ich werden keine Freunde. Das habe ich auch das Gefühl. Wo geht's hin, Will? In mein Zweitversteck. Eher ein Waffenlager. Was? Ich dachte, wir machen ein Auto klar. Wir? Du kennst dich mit Autos? Will, komm! Wie ich schon sagte, wir müssen zur anderen Seite der Stadt. Dahin gehe ich sonst nicht. Da sind alle infiziert. Also brauchen wir mehr Waffen. Ich habe jetzt extra so perfekt. Samira auch. Nice. Ja, laufst du da? Da drin ist was. Oh, darum wollte ich mich noch kümmern. Entspannt euch, alles okay. Sag mal, du hast noch nicht erzählt, was mit Tess ist. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Ich bin beschäftigt. Ja klar, beschäftigt. Ihr hört sich. Alles klar. Als gäb's Ärger im Paradies. Ja, sowas in der Art. Ja, das ist nichts. Neu. Okay, dann mal los. Ah. Und warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott, du bist ein Genie. Ich meine, warum bloß? Warum habe ich nie eins... Macht euch bereit! Alter, das war jetzt knapp. Ich muss das Gewehr aufrüsten, sonst bin ich mit dem tot, Alter. Und wenn der so lange nachlädt? Okay. Ich muss die Barrikaden prüfen. Wenn man die Dinge schleifen lässt, wird man es bereuen. Du weißt, was das heißt. Das ganze Zeug aus dem Lager holen und zum Osten. Das sind Selbstgespräche. Mal wieder. Und dann muss man. Will? Joel? Alter, das. Ey, nee, komm. Oh, nice. Du hast dir ein krasses Versteck ausgesucht, was? Weißt du, so schlimm die Dinger sind, man weiß, was sie wollen. Die normalen Leute machen mir Angst. Gerade du solltest das verstehen. Was soll das heißen? Gar nichts. Ja, und jetzt? Aha, du gehst nicht mehr vorne. Ja, nice. Hält sie das Tor wirklich auf? Tja, es ist zu, sie haben keinen Schlüssel. Hahaha, lustig. Also, wo lang? Wir sind da. Es ist im Keller. Was? Okay. Okay, hier runter. Tja, da sind wir. Du fasst hier drin nichts an. Und du machst die Tür zu. Na dann mal los. Ah, ah. Was? Ich brauche eine Waffe. Brauchst du nicht. Joel, ich komme schon damit zurecht. Nein. Du bleibst hier. Pff, toll. Dann warte ich einfach, bis es mich erwischt. Das hier muss echt der beschissenste Job sein, den du je hattest. Das kommt hin. Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmordmission? Das war ihre Idee. Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Na, scheiß drauf. Im Ernst, bring die Kleine dahin zurück, wo sie herkommt.
Bill. Ich kann sie nicht einfach zurückbringen. Dann schick sie weg. Lass sie eben allein gehen. Ich sag dir jetzt mal was. Es gab mal jemanden, der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du? Mein Partner. Ich hab mich eben um ihn gekümmert. Und in dieser Welt bringt dir so ein Scheiß nur eins ein. Du gehst drauf. Und weißt du was? Von da an hab ich's geschnallt. Ich bin alleine echt besser dran. Bill, so ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genauso. Hey! Was hab ich dir auf der Treppe gesagt? Was hab ich gesagt? Ich räum hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf. Finger weg! Verdammt nochmal. Wenn du sie weiter an der Backe hast, wird dir das irgendwann das Genick Bill. Brechen. Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier. Wir ziehen das durch. Geil, ne Popgun. Ne Schrott. Okay, bevor wir weitermachen, ich hab da was, das du sehen musst. Und zwar? Mein allerneuestes Spielzeug. Das ist eine Nagelbombe. Du musst sehr vorsichtig sein. Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe. Kein. So, Schrotflinten und Bomben. Und was machen wir damit? Tja, alle paar Wochen zieht das Militär hier durch die Straßen. Ich nehme an, sie suchen nach Vorräten. Mann, es ist Wahnsinn, was sie alles übersehen. Jedenfalls. Vor ein paar Monaten fuhren sie hier durch und wurden von Infizierten überrannt. Sie belagerten den Truck. Die Wand der Schule. Da steht er noch mit der Batterie. Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto. Bingo. Ich wollte sie holen, aber es schien zu gefährlich bei den ganzen Infizierten hier. Aber scheiß drauf. Joel braucht ein Auto. Und wenn sie kaputt ist? Nee. Die Trucks sind wie Panzer. Sie wartet auf uns. Das könnte klappen. Ja, hoffen wir. Hey, ich schwöre dir, wenn du was geklaut hast. Ah, ich feier ihn ehrlich so, Alter. Ich pass auf. Ja, keine Werkbank. Dann mal los. Endlich. Die Schrotflinte. Rückstoß. Moment, wir könnten sogar ein Holster nehmen. 75, aber das ist nicht das Wichtigste im Moment, ne? Schaden kann ich erst auf Stufe 4, ach was. Ich glaube, da auch noch Nachladetempo. Schussfolge da. Und Reichweite beim Bogen. So. Dann sind wir, glaube ich, im Moment gut gerüstet, ne? Und genau da würde ich sagen, was ist für diese Folge von The Last of Us. Leute, ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, lasst ein Abo da und so, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.